Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Der nächste Vlog wartet auf euch. Tja, heute ist Nebel des Grauens angesagt. Es ist jetzt 11.10 Uhr. Und wenn ihr mal hier aufs Wasser schaut, ja, ihr seht einfach nichts mehr. Ziemlich noch ganz schön neblig, aber die Sonne im Hintergrund, die will versuchen rauszukommen. Und ich bin gespannt, ob wir heute noch ein paar schöne Sonnenbilder erleben, ein paar schöne Sonnenstunden. Aber ich denke mal, das klappt auf jeden Fall. Wir schauen mal, wir werden heute wieder fleißig laufen und hoffentlich was Schönes entdecken. Ich nehme euch einfach mit, wie immer. Ihr seht es dann in den Videos und wir schauen mal, was wir erleben. Oh, das sind Fische. Ja, schön. Okay, na dann war es das erstmal. Wie gesagt, noch seht ihr nicht viel. Es ist wirklich noch sehr neblig und wir schauen mal, wie es weitergeht. Macht's gut. Ciao, ciao. So, da melde ich mich nochmal zurück. Ja, der Himmel ist noch nicht ganz aufgerissen. Wir sind jetzt hier auf so einen kleinen Berg geklettert. Da kann man verschiedene Sportaktivitäten machen. Dort ist auch ein alter Wasserturm, der leider geschlossen ist. Sonst wären wir da natürlich mal nach oben gegangen. Ich befinde mich nicht am Meer, aber im Hintergrund ist ein richtig schöner Springbrunnen. Und den wollte ich euch einfach mal zeigen. Wie gesagt, vom Wetter her seht ihr ja schon, ist noch nicht ganz so toll. Aber ich denke mal, das reißt noch oft. Die Sonne schafft das noch. Und dann gibt es auch wahrscheinlich noch ein paar schöne, schöne Aufnahmen von der Müritz. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal oder bis bald. Euer Basti. So, da bin's wieder. Es wird langsam schöner. Die Sonne kommt raus. Ihr seht schon, langsam lichtet sich der Nebel. Wir sind gerade hier an einem Bad. Ich mache mal eine Runde. Ah, ein bisschen im Hintergrund seht ihr jetzt schon die Müritz wieder. Das Wasser, wie gesagt, wird sichtbar. Ein bisschen dauert es natürlich noch. Wie gesagt, wir sind gerade hier an einem Badestrand. Der sieht doch richtig schön aus. Aber bei den Temperaturen würde ich jetzt nicht unbedingt baden gehen. Ich muss aufpassen, nicht im Hintergrund. Da sieht man mich da nicht so gut. Aber ja, ich denke mal, es wird auf jeden Fall langsam ein bisschen besser. Wie gesagt, wir können jetzt schon fast bis ans andere Ufer gucken darüber. Also das ist schon, es wird schon schöner. Die Sonne kämpft sich durch und ich denke mal, gegen noch ein, zwei Stunden, dann ist auf jeden Fall ja klare Sicht. Und dann gibt es auch wieder mal eine Rundumsicht von der Müritz. Das Wetter passt, Mütze kann, denke ich mal, bald ab. Ansonsten gibt es jetzt schon einen kleinen Schwenk hier. Ansonsten bis später.
So, das war's dann für heute. Wir genießen jetzt nochmal das schöne Wetter, den wunderbaren Sonnenschein im Hintergrund. Wir gehen jetzt schön essen. Dann geht's nochmal auf den Markt, da ist irgendein Fest. Und dann wird's nach Hause gehen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Sonnabend. Macht's gut, euer Basti. Ciao, ciao.